alter Bekannter, sagen wir es mal so, Peter Korbel aus der Tschechischen Republik. Oft hat seine Mannschaft gegen den SV ein Dauerbrenner im internationalen Tischtennis. Auch in der Champions League, auch da ist diese Mannschaft eine, die wir immer wieder. Da ist unter den besten 5 Chinesen und ein Deutscher. Timo Boll etwas ausgebrannt, müde und muss sich eine Pause gönnen. Vor allem vor der Europameisterschaft. Eine Chance ist Tradition. Von Kindheit an heißt das stundenlanges Tischtennistraining, Chinesen zu fordern, so wie es 2003 bei einem Schlager bei der Weltmeisterschaft. Denn es ist das, was wir hier in dieser Partie sehen, beide Bedingungen. Sehr schön. Ja, da versucht Peter Korbel dann noch mit ganz starkem Schnitt den Chinesen da in Verlegenheiten. China. Sieg im Einzel. Zweiter. Ja, wieder. Primorats, Legu und Persson. Drei Spieler, muss man sich vorstellen, die schon sie. Keine Zuschauer-Zwischenrufe, die Sie da hören, sondern gleichzeitig zum Aufwärmen beginnen. Eine schwierige Aufgabe für den Österreicher, im Gegensatz zu Wang Hao, der nicht viel älter ist als er. Ah, oh, mit viel und Mut für das, was jetzt noch kommt. Aber schön anzu. Gardosch hier zumindest im Doppel, im Einzel hat auf einen Start verzichtet. Bauchmuskel verspürt. Für Malong. Na gut. Na wieder. Da wartet er richtig drauf, das Malong der zu nehmen, dass er dann mit der Rückhand diagonal blocken kann. Und da ist er einfach zu weit drüben. Akte auf Augenhöhe. Sehr reitet von Malong, dieser Angriff, aber er kennt ihn gut. Er weiß ganz genau, dass der Angriff wieder. Satzball Korbel. Ah. Na, ah, klar, der Korbel das ein bisschen ärgern würde. Kantenball zum 11:10, das ist bitter. Satzball Malong.
Ja, gute Serviceannahme, der war. Das macht er wirklich gut. Und da muss er jetzt auf die Rückhand wechseln. Ja, wieder weniger. Parallel spielt, steht Ma Long meistens schon viel zu weit seiner Rückhandseite. Wieder. Ma! Und hervorragend reagiert. Sehr schön. Zumindest anders. Und wieder. In Runde 3. Und diesmal mit Hilfe der Netzkante der Punkt für. Wird es schon mit einem. Und jetzt macht er ihn. 18 zu 16 im fünften Satz. Die Nummer 2 der Welt steht in Runde 3. Ma Long besiegt Peter Korbel. 6 zu 11, 6 zu 1, 9 zu 11, 12 zu 10 und 18 zu 16. Er hat sich tapfer gewehrt, der Tscheche. Vor allem einen unglaublich spannenden fünften Satz hier an die Platte gelegt. Aber es hat nicht gereicht, die Übermacht, das Schachspiel fast schon hier am Ende. Service, Rückschlag, Rückschlag, Service, da gibt es noch eine Diskussion der Schiedsrichterin, was gefallen wahrscheinlich beim Schlag von Ma Long. Chinese, always. He can wait. I'm ready. Chinese always make. Naja, beschwert sich da über das Hützchen von Ma Long.